Okay, Park Ranger Obi, das ist also deine Raketenangelroute. Ha. Lass mich sehen, wie sie funktioniert. Okay. Schieß sie doch einfach mal in die Mitte des Sees. Vielleicht fangen wir da ein paar Fische, ja? So, alles in Position bringen und los. Ziel und Feuer! Sieh dir an, wie das Baby fliegt. Ja, du musst nicht mal mehr wissen, wie man eine Angel auswirft, nicht wahr? Aufrollen. Ja, aufrollen. Halt, warte, nicht zu schnell, sonst zu langsam, dass die Fische deinen Köder noch kriegen können. Und, habe ich was gesagt? Oh nein, da ist nichts, okay. Na gut, versuch's doch direkt nochmal. Feuer! Wuhu, na der ging mal ab, du hättest beinahe einen Vogel gefangen. Yeah. Und jetzt roll das Baby mal auf. Das geht jetzt echt schwer. Was? Weil du was gefangen hast. Oh, ich hab was gefangen. Du hast was gefangen. Oh, ganz langsam. Nicht, dass du ihn noch verlierst. Weil er einfach zu groß ist. Ein fetter, ein großer Fisch. Das ist ein tolles Essen heute Abend. Ja? Gleich was da. Da, lass ihn gleich. Hey, was soll das sein? Oh, wow, echt schwer. Hä? Hol schnell. Eine Flasche. Wow. Es ist eine Flasche. Nein, was macht eine Flasche hier? Na, das passiert ab und an mal. Du hast eine Flasche gefangen, kein Fisch. So. Hey, was ist denn da? Stopp mal. Das ist eine Nachricht, Mann. Ich glaube, du hast hier eine Flaschenpost gefunden. Lass uns die aufmachen, okay? Block schon auf. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. So eine Art Korb. So, halt mal die Hände hin und fang die Nachricht auf. Oh, da ist sie. Wow, hey. Was ist das? Großartig, Kumpel. Gut, mach sie auf. Roll auf. Hey, eine Nachricht. Oh ja. Kochst du überm Holzstamm, grillst einen Hund oder einen Lamm? Dino-Pussel. Warte, Moment. Ich glaube, das hast du falsch gelesen. Das klingt doch nach, kochst du über einem Holzstamm, grillst einen Hund oder einen Lamm? Dino-Pussel, Dino-Pussel. Ja, weißt du, das klingt wie ein Lied, das jeder in der Dino-Schule gesungen hat. Weißt du, wie? Wenn du das tust, dann musst du auch noch das tun, Dino. Nein, 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 das ist es sicher nicht. Das ist reiner Zufall. Aber weißt du, was das ist? Was? Ein Hinweis für ein Rätsel. Ein Dino-Puzzle. Kochst du über Holzstamm, kriegst du einen Hund oder einen Lamm? Mit Feuer? Ja, ja. Aus einem Holzstamm kommt beim Grillen noch für gewöhnlich erstmal Feuer. Du kochst also über dem Feuer und grillst einen Hund und das Wir haben aber keinen Hund. Oh, heißer Hund. Wie Hotdog jetzt? Im Englischen. Und der ist köstlich. Der wird gegrillt über Feuer, okay. Ja. Gut, wo machen wir Hotdog? Die Feuerstelle. Genau, da, wo wir Lagerfeuer machen. Alles klar, schnell. Zeug einsammeln, das ist die Feuerstelle. Bei der Feuer... Moment mal. Ein Spinosaurus. Ja. Dann jetzt aber schnell zur Feuerstelle, bevor der uns noch grillt. Okay, Park Ranger Obi. Wo ist das Lagerfeuer? Weiß nicht. Sei wachsam hier. Könnte irgendwo ein Dinosaurier rumrennen. Aber gut, wir schaffen das schon. Was ist da? Mann, ey. Mein Schlummerdart ging nicht. Gut, gut, gut. Hier. Mann. Oh. Oh nein. Mann. Oh nein, du hast dein Bein eingeschlummert, Alter. Oh Mann. Okay, alles gut? Geht's dir gut? Ja, alles gut. Okay, ja. Versuch das Gift rauszuschütten. Hey, da. Das Lagerfeuer feuert. Okay. Alles klar, dann los. Ja. Sieh dich um. Könnte jetzt. Ob hier irgendwo eine Nachricht ist. Hey, das erinnert mich, dieser kleine Zapfen da. Wenn wir später noch was kochen wollen, müssen wir dieses Feuer jetzt anzünden. Ja. Und zum Glück habe ich auch ein Feuerzeug bei mir. Zünden wir das Baby doch gleich mal an. Mhm. Oh ja, so soll das sein. Moment mal. Das ist sie. Nein, nein, nein. Doch. Das ist doch die Nachricht. Was, die Nachricht? Oh, der Hinweis. Oh. Hol sie raus. Achtung, heiß. Verdammt heiß. Raus damit. Oh ja. Okay, weg damit. Ist die gerade äußerst heiß, dann sprühst du, wie jeder weiß, Dino-Puzzle. Stopp, halt, gleich nochmal, okay? Du musst dich reinversetzen. Ist dir gerade äußerst heiß, dann sprühst du, wie jeder weiß, Dino-Puzzle. Dino-Puzzle. Warum sind diese Hinweise denn so schwierig, hä? Ist dir gerade äußerst heiß, wie, was heißt das, heiß? Ich meine, ja, es ist heute recht heiß, in der Tat, ja. Dann sprühst du, wie jeder weiß. Sprühst du ein Anti-Schnaken-Spray? Oh ja, ist ja heiß. Willst du Abkühlung, oder? Oh ja. Und wer kann uns dafür ansprühen? Der Wasserschlauch. Oh ja, mit der Sprühdüse. Ja. Nehmen wir die Hinweise und gehen wir zum Wasserschlauch. Ja, nicht und zu halte los. Den Schlummerdart-Blaster bereit. Oh Mann. Beeil dich doch mal. Ja, tue ich doch. Ist der Schlummerdart noch nicht da? Ich habe immer noch kein Gefühl in meinem Bein. Kein Gefühl? Okay. Ist es immer noch taub? Hm, ja, siehst Nimm du irgendwo das. Dinosaurier? Weil ich sehe hier keine. Und der Schlauch? Wo ist der? Ah, oh, da ist liegt er ja. Okay, gut. Überprüfen wir da mal das alte Ding. Ja. Los!
Du hast mich erfrischt, Mann. Oh nein, tut mir leid, Parkrange Aaron. Oh Mann, du hast mir es echt gegeben, Parkrange Obi. Quer in die Brust, den ganzen Arm und sogar die Achselhöhle hast du nicht ausgelassen. Aber sieh mal, was ich gefunden habe. Hey, sieh mal da. Ja. Hey, das könnte der nächste Hinweis sein. Ja. Okay, du musst jetzt ganz schnell rennen, dann wird Papier verbrennen. Dino-Puzzle. Schon ganz schön, aber gleich nochmal. Du musst jetzt ganz schnell rennen, dann wird Papier verbrennen. Dino-Puzzle. Okay, warum wird das denn immer schwerer? Du musst jetzt ganz schnell rennen. Das ist dann der Fall, wenn ich wohin muss oder irgendwo T-Rex ist. Oh ja, T-Rex wäre ein Grund, aber verbrennt der Papier? Oh. Ja, warte, Moment, stopp, klar. Also du musst, okay, du musst aufs Klo, klar, und das Papier, du nimmst Klopapier und das verbrennt in unserem neuen Feuerklosett und die ganze Parkranger-Kacke verbrennt. Was? Seit wann haben wir das denn? Ja, ganz neu, angeschafft auf der T-Rex Ranch. Hey, lass uns direkt ins Klo gehen, ja? Okay, gehen wir. Okay. So, das ist es, das Feuerklosett. Yeah. Wunderschön und brandneu. Also das ist das Ding, das alle Geschäfte verbrennt? Ja, das ist, ja, so sieht's aus. Gut. Ja, das wird alles verbrannt. Gut, okay. Jetzt aber und mal wo den ist Hinweis der suchen. Hinweis? Zu mir. Hinweis. Ist der hier drin? Nein. Wo ist der denn? Auch nicht. Da, siehst du? Hinweis! Der Hinweis! Ja, ja, yeah. Das ist gar nichts drauf. Was? Ach, einfach abziehen. Ja, genau so. Yeah. Nimm's einfach an. Ich will es nicht zerreißen. So, ah, okay, warte. Hey, warte, guck mal hier, was ist das? Sieht aus wie ein Bild. Bild, aber halt. Ja? Bei denen waren keine drauf. Ja. Oh, ja doch, da. Oh. Jedes einzelne. Moment mal. Dino-Puzzle. Du hast recht, das ist das Puzzle. Das sind ja Puzzlestücke. Schnell, ins Labor, wir fügen sie sofort zusammen. Beeil dich. Okay. So, Parkranger OP, hast du alle Hinweise? Ja. Yep. Lass sehen, ob wir das lösen können. Okay, das kommt schon mal dahin. Gut, und das dahin? Ah. Noch das dahin. Das, das was? Das hier nach dort. Und dies dahin. Irgendwie kommt ja, mir das etwas komisch vor, alles. Muss ich sagen. Aber das vielleicht kommt doch dahin. So oder so. Hier. Na, ich glaube nicht, dass das so sein soll. Denk noch mal nach. Das ist irgendwie... Kopf ist was? Da. Oh, und ja. Dann ist da der ja, Körper. Ja, aber jetzt warte doch mal. Da. Na, zu ja, dir. Da. Oh, oh, da ja, noch definitiv und dann da. So. Gut. So. Hey! Ja. Geschafft. Und was ist es? Hm. Ein Triceratops. Triceratops? Ja, sieht genau so aus. Na gut, haben wir das Rätsel jetzt gelöst? Das Puzzle ist komplett. Jetzt haben wir ein Triceratops-Bild. Hm, wem soll das helfen? Ich weiß. Was? Was? Triceratops-Spielzeug. Hier muss der nächste Hinweis sein. Nein, ich glaube, das ist es nicht. Weil, wenn es kein Bild ist und kein Spielzeug, bleibt nur ein Triceratops übrig. Der draußen im Park. Oh, oh. Wir suchen den Triceratops, okay? Okay, vielleicht ja, ist das der Wunsch des Puzzles. Auf geht's! Okay, Parkranger Obi, wir sind dicht dran am Triceratops-Paddock. Ja. Mach dich auf alles gefasst. Okay. Oh, gut. Sehr gut. Ich meine, wir werden die Schlummerdarts für den Triceratops als Pflanzenfresser wohl gar nicht brauchen, aber auch unser Triceratops kann manchmal etwas gereizt sein. Von ja. daher, genau. Wenn er uns über den Weg läuft, ja. Nimm dich in Acht, okay. Triceratops. Okay, wo bist du, Triceratops? Triceratops! Oh ja, das ist... Oh Mann! Ein Schild. Das ist nur ein Schild, kein echter Triceratops. Nein. Was ist das? Da ist das auf dem Schild drauf. Was ist es? Was ist es? Am Triceratops-Schild oh, yeah. ist eine Tasche. Oh ja. Yeah. Holen wir dann runter. Ja, eine große alte Tasche. Wow, und guck mal. Oh ja, Glückwunsch zur Lösung des Puzzles. Hier ist dein Preis. Hey, es Woo. Gibt einen Preis. Yeah. Sie haben das Puzzle gelöst. Yeah. Hast du gehört? Ja. Was war das? Klang gruselig. Schnell zurück zum Dino-Headquarter. Da sind wir sicher. So, in Sicherheit. Und hier haben wir unseren Preis. Yeah. Sehen wir rein. Hier sind wir vor was auch immer sicher. Wow. Da ist ja einiges drin. Oh. Hey, wow. Großartig. Dino-Monster-Trucks. Die sehen ganz gut aus. Yeah. Na, da kannst du aber drauf wetten, dass wir da gleich ein oh, Rennen yeah. fahren. Ausprobieren. Ja, und los. So, was hast du da jetzt eigentlich? Da ist Carnotaurus, Spinosaurus und T-Rex. Okay, ich schätze mal, das ist ein Pteranodon. Sowie ein Dilophosaurus und ein Triceratops. Okay. Du willst gegen meine Babys antreten? Ja, also. Dann zieh sie mal auf. Alles klar, los geht's. Das Baby hier ist gleich richtig geladen. Oh, okay, Moment. Ich zähle auf drei. Eins, zwei, drei, los! Oh, die Runde geht an dich!
Aber damit werde ich dich schlagen. Wer 2 von 3 gewinnt, okay? Los! Oh nein! Was macht ihr denn da? Leichter. Letzte Runde. Los, Triceratops, du schaffst das. Lass mich 3, 2, 1, los! Wow. Oh nein! Gewonnen! Nein, ich! Jawohl! Okay, Park Ranger Obi, weiter auspacken? Ja! Dann sehen wir mal, was ist... Dafür gehen wir lieber ins Labor. Alles klar. Dann aber los jetzt! Los jetzt! Alles klar, Park Ranger Obi. Bist du auf die Überraschungstüte gespannt? Yeah. Gut, dann so, mal los. Lösung in 3, 2, 1. Ah! Hey. Oh, wow. Da schau her. Oh, cool. Bastel einen grauenerregenden T-Rex-Kopf und einen Flugsaurier. Ist das stark. Hey, ich glaube, das ist sowas wie Origami. Welchen willst du? Ich hätte gerne den Pterodactyl. Dann nehme ich den T-Rex. Bauen wir sie zusammen und sehen, wer dabei besser ist. Oh ja. Dann fangen wir an. So, Park Ranger OB, wir haben unseren Dinosaurier, zusammengesetzt. Sag uns, was das ist. Ist das nicht ein Pteranodon? Ja, und er kann mit den Flügeln schlagen. Wow, cool, als ob er fliegt. Ja. Hey, dreh das Baby nochmal, damit wir es in allen Sachen sehen können. Der Kopf ist im Angriffsmodus kampfbereit. Ja. Okay, was kannst du damit machen? Was? Einen Windfaden dran machen und an die Decke. Ja. Und hier ist meiner. Ein großer, alter, fieser T-Rex-Kopf. Yeah. Sieh dir die Zähne an. Die sind direkt bei der Zunge. Genau da. Oh, wie so, toll. Da hinten ist eine Papptafel, damit man das an jede Mauer hängen kann. Damit sich jeder zu Hause fürchten kann, oder? Ja, ja. Alles klar. Bringst du die zurück zum alten Dino-Headquarter und stellst sie auf? Ja. Ich weiß gar nicht, welcher besser ist. Was meinst du? Meiner. Ich würde sagen, und die sind gleich. Und auf denen fliegen wir zurück zum alten Dino-Headquarter. Blaster nehmen? Nein, der liegt im Dino-Headquarter. Aber ich habe ein Walkie-Talkie. Damit rufen wir Park Ranger Aaron. Bitte komm, Park Ranger Aaron. Schieß los, Park Ranger Obi. Ich bin mit den Junior-Park Rangern in Park 5 gefangen. Raptor umkreisen uns. Raptor? Oh, cool. Mein Traum war es schon immer, 2 Raptor gleichzeitig einzufangen. Bin sofort da. Okay, aber beeil dich besser. Oh nein, die Raptor. Die kommen. Die kommen. Oh nein, die kommen. Bin schon da, Leute. Bin da. Ich hab das Klicki-Klicki. Da kommt er. Okay, Leute, ich hab das Klicki-Klicki. Ich kümmere mich um die Raptor. Nimm das, Raptor. Ich hab das Klicki-Klicki. Yeah. Jawohl, los. Yeah. Los, yeah. Park Ranger Aaron. Park Ranger Aaron. Park Ranger Aaron. Yeah. Los. Bleibt, wo ihr seid. Scheint nicht zu funktionieren. Wir sind ziemlich wütend. Oh. Komm schon, nein. Raptor, bleibt weg. Wie macht Owen das mit dem Klicki-Klicki? Es funktioniert nicht, Jungs. Uah, ich zieh mich lieber zurück. Klicki-Klicki funktioniert nicht. Keine Ahnung, warum, aber sie reagieren nicht drauf. Tja, so viel dann zu deinem Traum, ein aufstrebender Parkranger, Raptor-Trainer zu sein. Also für gewöhnlich funktioniert das. Wir brauchen einen Fluchtplan. Brauchen wir. Lass uns die Denkkappen aufsetzen und nach einem Plan suchen, ja? Einen Plan. Mir fällt keiner ein. Hat jemand einen? Nein. Wir brauchen aber dringend einen. Ich weiß. Was? Nehmen wir doch Fackeln wie damals, als du die Raptor auf der T-Rex Ranch abgelenkt und verjagt hast. Oh ja, daran kann ich mich erinnern. Das hat damals gut funktioniert, richtig. Wo ist dieses Überraschungsei, das Park Ranger Obi hier versteckt hat? Der Teil des Waldes ist irgendwie gruselig. Was war das? Ach, nur ein Vogel. Oh Mann, eine Eidechse. Da ist es.
Das ist es doch. Gefunden. Oh, wow. Moment mal. Das sind ja drei. Park Ranger Obi hat doch gesagt, dass er nur eins hier versteckt hat. Ich glaube, die passen nicht alle in meinen Rucksack. Ich nehme mal nur eines mit. Oh, wie toll. Eine Kamera zum Dinos beobachten. Ich nehme das große. Da wird vermutlich das größte Spielzeug drin sein. Kamera, Kamera. So, mal sehen. Okay. Zurück zum Headquarter und dann mal sehen, was für ein Spielzeug in dem Überraschungsei ist. Super Sache. Bin total gespannt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was da drin ist. Alles matschig. Durch den ganzen Regen in letzter Zeit. Okay, dann mal zurück zum Headquarter und das Spielzeug geöffnet, also das Ei. Moment mal. Was ist das für ein Geräusch? Raptor! Einer? Zwei! Was machen die hier? Der Park ist noch nicht geöffnet. Wo kommen die Dinos denn her? Ranger Obi, du machst die Raptor auf mich aufmerksam. Ups, sorry. Okay, ich muss diese Raptor irgendwie loswerden. Kannst du sie irgendwie ablenken? Irgendwie ablenken ist gut gesagt. Mit was denn? Ich hab hier nichts. Du hast doch noch Fackeln in deinem Rucksack. Ja, gute Idee. Fackeln. Okay, mal sehen, ob ich die zur Ablenkung irgendwie rausbekomme. Okay. Ruhig jetzt, kein Wort mehr. Sehen die wütend aus. Okay, Raptor, alles gut. Bleibt schön, wo ihr seid. Okay, wo sind die denn? Aber. Mach schon, Park Ranger Aaron. Los jetzt! Na, jetzt hast du Angst, was? Na, und du? Okay, ja, vor dem Baby fürchtet ihr euch doch, was? Okay, na dann, den schenke ich euch, Raptor. Viel Spaß wünsche ich euch damit. Ich stecke das einfach in den Boden. Wie findet ihr das? Gleich soweit. Ups, ich hau noch mal ab. Beschäftigt sie. Ich sollte mich verstecken. Bitte melden, Park Ranger Aaron. Psst, nicht so laut, Park Ranger Obi. Sie haben jetzt die Fackel ausgemacht und verfolgen dich. Ja, ich sehe sie in meine Richtung laufen. Die Fackel haben sie ja schnell gelöscht. Aber warum verfolgen sie dich dann immer noch? Ja, keine Ahnung, warum die hinter mir her sind. Vielleicht wittern sie dich. Am Geruch kann's nicht liegen. Mann, ich habe heute Morgen geduscht, daran kann's nicht liegen. Na, irgendwas muss es sein. Ich sehe im Rucksack nach, vielleicht ist da was drin. Ein Schokoriegel oder irgendwas, auf das sie abfahren. Ja, gute Idee. Was ist das? Was? Was? Das Ei. Das Überraschungsei von dir. Nein, das ist keins. Wie? Das ist keins? Nein, das ist ein Raptor-Ei. Ein Raptor-Ei? Mann, das sah aus wie dein Überraschungsei. Woher hätte ich das wissen sollen? Du hast es doch im Dino-Park versteckt. Ich wäre nie darauf gekommen, dass das ein Dino-Ei ist. Ich dachte, das wäre das Überraschungsei. Gut, darum sind sie also hinter mir her. Ich muss das zurückbringen. Ansonsten jagen sie mich und fressen mich anschließend. Ja, du musst ja irgendwie raus. Gut, ich muss sie wieder ablenken. Hast du eine Idee? Du musst sie irgendwie von deiner Fährte abbringen. Gut, dann lege ich das Ei erstmal weg und suche was zum Ablenken. Leider habe ich keine Fackel mehr dabei. Ich hätte eine Idee. Ich reibe mich mit dem Schlamm hier ein, dann riechen sie mich nicht mehr. Okay. Jetzt schnell. Okay, er macht das wirklich?
so gut tarnen wie möglich. Doch nicht ins Gesicht. Gut, auf geht's. Jetzt schnell weg! Oh, mein Hut! Oh, sie kommen! So, bitteschön. Hey, da ist das Überraschungsei! Da hinten! Was? Da hinten? Alter, das Versteck ist zu schwer! Wow, was für ein großes Ei. Oh, die Raptor kommen. Ich nehme den anderen Weg. Alles klar, Mann. Ich passe auf, was sie machen. Ich nehme den Weg hinten rum, um zum Truck zu kommen. So, ich bin sie wohl los. Die sehen sich erstmal das Ei an und lassen mich hoffentlich in Frieden. Klasse! Das Problem ist nur, wo bin ich? Ich habe mich verirrt. Ich bin in einem Teil des Parks, den ich nie zuvor gesehen habe. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich sollte jetzt einen Weg finden, zurück zum Truck, an dem keine Raptor lauern. Weißt du gerade, wo Norden ist? Ich nehme den Kompass. Ich melde mich, wenn ich mich verlaufe. 10-4. Da ist Norden. Da ist Süden. Der Truck steht Osten. Da lang. Doppelte Strecke da lang. Okay. Sollte klappen. Muss klappen. Mit dem grünen Ei bin ich eine wandelnde Zielscheibe. Gut, los geht's. Was ist da los? Die umkreisen mich. Gott. Fackeln wären eine gute Idee, aber geht nicht. Wir haben keine. Oh Mann. Kommt schon, Cousin Jack, Cousine Ella. Euch muss unbedingt was einfallen. Wir müssen hier raus. Idee. Hast du? Ja, wir könnten die Raptor ablenken mit einem Baby-Raptor, wie damals im Fort Box. Gute Idee von dir. Yeah. Ja, daran kann ich mich erinnern. Wisst ihr noch? Ja. Yeah. Halt, warte. Die Tür ist offen. Hast du die offen gelassen? Nein. Warum ist die dann offen? Keine Ahnung. Okay. Vermutlich alles okay, aber sehen wir nach. Überprüfen wir das mal. Aber vorsichtig, immer schön langsam. Ich sehe hier noch mal nach. Alter Mann, ich komme auch noch. Gut, alles klar. Siehst du was? Nein, noch nicht. Ganz schön heiß hier. Aber weißt du was? Wir ziehen erstmal die Winterklamotten aus, okay? Ja. Und jetzt sehen wir nach, ob hier irgendwas Ungewöhnliches ist, ja? Okay. Was ist das, Alter? Das ist mein Fort Box, das ich gestern beim Spielen gebaut habe. Dein Fort Box? Ja! Das ist ja ziemlich cool. Aber Moment, gestern? Hast du etwa die Tür offen gelassen? Bäh. Okay, na auf jeden Fall ein wirklich cooles Fort, muss ich schon sagen. Es hat sich bewegt! Ja, ich hab's auch gesehen. Was? Oh, schon wieder bewegt? Da muss irgendwas drin sein. Ich glaube, das könnte ein Dinosaurier sein. Gut, wir müssen da rein und nachsehen. Wir brauchen Schutzausrüstung. Wir sollten auf jeden Fall ein paar Schlummerdarts mitnehmen. Dann los. Gehen wir. Okay, sieh dir unseren neuen Arsenaltisch an. Speziell für das neue Dino-Headquarter. Yeah! Okay, du brauchst auf jeden Fall einen Schlummerdart-Blaster. Oh, du wählst den aus? Ja. Na gut, ich glaube, ich nehme den hier. Dein Weihnachtsgeschenk in Ordnung? Okay. Wir müssen das Baby nur noch richtig einstellen. Und dann noch... Ach, Schuhe brauchen wir keine. Moment mal. 1, 2, 3. Warum 3 Paar Schuhe? Na, ich habe einen neuen Park Ranger eingestellt. Einen neuen Park Ranger? Von was redest du überhaupt? Zappelt schon wieder. Ja. Wir kümmern uns erst um den Dino. Das mit dem Park Ranger klären wir später, okay? Schnell, Stirnlampe nehmen und Dinosaurier suchen, okay? Alles klar, die da. Au. Oh. Ha ha ha!
Warum dauert das denn so lange? Okay, okay. Okay, endlich fertig? Ja. Dann los jetzt. Du an das Ende, ich an das andere. Gut. So, Park Ranger Obi. Du gehst auf der Seite rein, ich auf dieser. Und in der Mitte fangen wir es. Alles und klar. Los. Mann, ganz schön eng. Ich sehe es. Da ist es. Genau was? Hier. Oh Mann, schieß doch nicht auf mich mit deinen Schlummerdarts. Ich bin's nur, Mann. Entschuldigung. Egal, geh du den Weg weiter. Ich komm zu dir und in der Mitte fangen wir ihn, okay? Okay. Okay. Ah. Oh Mann, jetzt weiß ich, wie sich Dosenfutter fühlt. Oh, mein Licht verabschiedet sich. Gut, weiter geht's. Okay, in der Mitte fangen wir es, okay? Ja. Ja. Da ist nichts zu sehen. Na gut. Wir werden ihn schnappen. Jetzt bin ich auf 180. Wo ist der? Da nicht. Muss hier sein. So, da muss er sein. Nein, er ist schon raus. Verdammt. Da ist er. Oh, Mann. Oh, Park Ranger Obi. Du hast mich mit dem Schlummerdart ins Bein getroffen. Okay. Wir müssen an ihm vorbeigelaufen sein. Geh du doch einfach zurück in den Ausgang und ich gehe in den Ausgang. Gut. Oder wir tauschen. Du da rein und ich dafür da rein. Na dann. Nicht lustig, Mann. Sein. Wir sind von vorhin vorbeigelaufen. Okay, Park Ranger Obi, siehst du ihn? Nein! Oh, was ist das? Er ist auf dem Dach. Das Dach bewegt sich. Kein Wunder, dass wir ihn hier drin nicht finden. Er ist draußen. Ja. Wir müssen raus und ihn schnappen. Nimm du den Tunnel hier in der Mitte. Ich folge dir und draußen fangen wir ihn, okay? Hey, Mann! Was? Lass mich mal raus! Wo ist er? Siehst du ihn? Nein! Da ist er! Ja! Ein Baby-Raptor! Ja, du hast recht! Ein Baby-Raptor! Okay, wir müssen einen Weg finden, ihn zu fangen und zur Mama zurückzubringen, ja? Genau! Was nehmen wir? Diesen Eimer da! Ja! Siehst du das Deckchen da drin? Ja. Wir holen uns das Deckchen und schmeißen es über das Baby drüber. Zugedeckt lässt es sich leichter fangen. Und dann bringen wir es einfach nach draußen. Ja, ich beschütze dich. Gut, beschütze mich. Du gibst mir also Deckung. Genau. Ja? Gut, auf drei gehen wir los. Alles klar. Okay. Eins. Warte, bei drei direkt los? Ja. Eins, zwei, los. Drei. Achtung, pass auf. Hey, du hast es. Yeah. Oh, oh. Yeah, jetzt versucht sich zu wehren. Es. Yeah, du hast es. Ja, das ist ein kleiner Baby-Raptor. Sieh ihn dir an, Mann. Wow. Oh, das würde ich lieber nicht tun. Oh, wow, okay. Frecher kleiner Stinker hier. Okay. Ah, gut. Wir müssen entscheiden, was wir mit ihm anstellen. Also, seine Mama müsste ja irgendwo hier sein. Also, wir bringen ihn am besten nach draußen. Ich setze ihn in den Eimer da. Ja. Gut. Halt mal am Fenster Ausschau. Ob du Mama Raptor irgendwo siehst. Okay, ich nehme noch einen Blaster mit für alle Fälle. Wir wollen sicher sein, dass die Mama nicht da ist, wenn wir den Kleinen rausbringen, damit sie nicht noch denkt, wir wollen ihn stehlen. Dann legen wir ihn mal in den Eimer. Also, dann los geht's, Raptor. So, auf geht's. Vorwärts. Los. Also. Die Tür ist offen! Jetzt schnell! Hierher!
Raptor! Ich bin unterwegs, Park Ranger OB! Verschließ die Tür! Oh. Die wird ganz schön sauer. Ja. Wow, okay, alles klar. Offensichtlich ist das Mama Raptor, ja, richtig? Sie sucht nach ihrem Baby da drüben. Also brauchen wir jetzt einen Plan, wie das Baby zu ihr zurückkommt, ohne dass wir gefressen, ja, werden. Hey, du bist mir auf den Fuß gesprungen. Egal. Was machen wir nun? Ich habe eine Idee. Was? Wir bringen diesen Baby Raptor aus der Tür da hinten nach draußen. Und okay, rennen dann zurück hierher und weiter zum Truck. Okay. Sehr guter Plan. Okay. Ich nehme das Baby und dann bringe ich es auf die Terrasse. Und ich gehe nach da und warne dich, wenn die Mama kommt. Gut. Klingt sehr gut. Auf geht's. Schnell weg hier. Okay, ist sie weg? Ja. Gut, alles da. Dann Jacken holen und raus. Ja, oder? Aber was ist mit dem Futter für die Dinosaurier? Oh Mann, nach dem hier soll die sich einfach selbst was suchen, okay? Yeah. Holen wir die Jacken und hauen ab. Ja. Schnell. Ich glaube, sie ist weg. Ja. Okay, dann raus. Hast du die Schlüssel? Oh, ja, ich schau nach. Es schneit. Ja. Mann, das wird ein heftiger Sturm werden. Ja. Aber den Dinos kann das nichts anhaben. Ja. Schnell weg. Shh. Okay. Was war das? Mama Dinosaurier, sie kommt zurück. Lauf! Oh, ich krieg die Tür nicht auf. Yeah. Scheiße. Anschneiden. Ja, aber das wird nicht funktionieren mit dem Baby so Raptor. Einfach weil wir keinen haben. Kommt schon, Leute, denkt nach. Wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Oh, Ella. Was denn, Cousine Ella? Wir nehmen das ferngesteuerte Auto, wie damals, als OB einen T-Rex bei Jurassic Crest gesehen hat. Oh ja, das hat wunderbar funktioniert, ja, oder? Daran erinnere ich mich. Hey, Park Ranger OB. Park Ranger. Hey, sorry wegen vorhin. Hey, du bist heil zurück. Alles klar. Alle Dinosaurier sind sicher, unversehrt und unverletzt. Was ist mit den Türen? Alle abgeschlossen. Gut, und wir eingeschlossen. Alles fertig für unsere erste Nacht als Wachmänner. Genau. Okay. Okay. Und das dauerte volle 7 Minuten. Oh Mann. Was fangen wir mit den restlichen 7 Stunden und 53 Minuten an? Tja, ich hätte eine Idee. Was? Ich werde aufs Klo rennen. Aufs Klo? Okay, dann geh mal. Okay. Ich halte hier so lange die Stellung, ja? Alles klar. Na, fein. Schön. Bis dann. Park Ranger Ubi, denk ans Walkie-Talkie. Okay. Er wird's wohl eh nicht brauchen. Aber das bringt mich auf eine Idee. Hallo? Ja. Hallo. Echo. Montag, Montag, Montag. Monster Truck Rennen. Oh, noch besser.
das? Ich sollte nachsehen. Ja, so. Okay, aber das wird's ja nicht gewesen sein. Was soll... Da ist das Geräusch wieder. Ich glaube nicht, dass das eine von den Figuren ist. Das klang nach einem echten Dino. Das sollte ich überprüfen. T-Rex! Moment mal. Das könnte ein T-Rex da hinten sein. Na, das wäre doch... T-Rex! Er ist lebendig geworden. Und er ist genau bei... Park Ranger OB! Warte! Ist das Park Ranger Aaron da drüben? Ja, komm her! Jetzt... Was? Was heißt denn, und was bedeutet, Komm her, komm her! Alter, lauf zu mir, komm jetzt her! Oh, er will wohl, dass ich zu ihm komme. Ja, okay, beim Wachbüro treffen wir uns! Vorsicht! Ha! Schneller! So, so. Au! Ist er weg? Okay. Okay, also irgendwas hat den T-Rex zum Leben erweckt. Ja. Gut. Du hast gehört, was Dustin gesagt hat. Nichts hier reinlassen oder raus. Zum Glück hast du ja die Türen abgeschlossen, ja, stimmt's? Ja, aber ich bin nicht sicher, wie es mit denen neben dem Imbisswagen aussieht. Gut, dann pass auf. Ich überprüfe die. Und du versteckst dich unter dem Tisch, solange ich weg bin. Die Idee gefällt mir. Na, dann mal los. Okay. Schalte dein Walkie-Talkie ein. Ja, psch. Und los geht's. Eye of the Tiger. Psst, aufhören, Opi. Sofort aufhören. Okay. Sehr schön, da sind die Türen. Gleich geschafft. Hä? Schneller, er kommt. Beeil dich ein bisschen. Alles klar, psst, ich komm zurück, ich komm zurück. Er ist gleich da. Los doch. Ach schon, beeil dich. Danke. Okay, wir müssen diesen T-Rex wieder zurückbekommen auf seine Plattform und in eine leblose Figur zurückverwandeln, bevor das denn auftaucht und sind wir in echten Schwierigkeiten. Hey. Nehmen wir doch die Einfrierpfeile. Das ist gut. Aber warte mal kurz. Wir können ihn hier nicht einfrieren. Hier direkt vor unserem Wachbürotisch. Der muss erstmal zurück auf die Plattform. Könnte das dabei helfen? Oh, das ferngesteuerte Auto. Ja. Oh ja, wir locken ihn rüber zu seiner Plattform und dort frieren wir ihn ein. Ja, aber warum sollte er dem Auto denn folgen? Tja, gute Frage. Ich wäre überrascht, wenn er das tut. Ja, aber da habe ich auch schon was. Was hältst du von dem Dino-Knochen hier, hä? Wie verbinden wir den mit dem ferngesteuerten Jeep? Ich habe das hier dabei. Wir binden es daran fest, fahren das Bein dorthin und dann wird eingefroren. Er ist zurück auf der Plattform und niemand wird es je erfahren. Ja. Okay, legen wir los. Gut, das sollte funktionieren. Perfekt. Ich nehme den Frostpfeilblaster und warte drüben bei der Plattform, okay? Shh, jetzt aber ruhig. Er sieht in die andere Richtung. Schnell, hinter die Mülltonne da drüben. Okay. Okay. Hol dein Modellauto raus. Los. Hat sich verheddert.
verheddert? Shh, muss gehen. Okay. Warte hier, bis ich in Position bin. Halte dich bereit, ist ja? Gut. Gib mir vielleicht so 2 Sekunden. Wo ist dein Walkie-Talkie? Ich sag dir Bescheid, wenn's losgeht. Okay. Okay, los geht's. Bleib hier und sei wachsam. Mach's auch nicht zu schnell. T-Rex könnte das Interesse verlieren. Der Platz ist gut. Direkt neben dem Punkt, an dem T-Rex stehen soll. Leg los, Park Ranger OB. Funktioniert! T-Rex jagt den Knochen! Funktioniert! Friss das, T-Rex! Am richtigen Ort eingefroren! Und niemand weiß, dass er lebendig war und herumlief. Großartig. Hey, Park Ranger OB. Yeah. Super Idee, Cousine Ella. Aber wir haben dummerweise kein Modellauto dabei. Mm. Kommt schon, es muss uns doch noch mehr einfallen. Ich hab eine Idee. Du hast noch eine? Schieß los. Wir nehmen die blaue Raptor-Maske. Wie damals, als OB den Raptor im Kühlschrank fand. Oh, weißt du das noch? Oh, ja. Ja, der Kühlschrank. Ja, das war klasse. Oh, Mann. Was macht Park Ranger OB denn so lang? Ein Erdbeben! Wow, ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt. Puh. Was, wenn der Riss im Boden was damit zu tun hat? Okay. Das muss ich mir ansehen. Oh, hey, einer der neuen Superpower-Schlummerdartblaster von uns. Den nehme ich mit, falls irgendwelche Dinos ausgebrochen sein sollten. Alles klar. Dann auf zum Riss. Raptor, Kühlschrank! Was nun? Was tun? Fenster! Ich kletter aus dem Fenster. Halt, warte. Geschlossen! Da komme ich nicht raus. Okay, mal sehen. Vielleicht ist da was drin, was mir helfen kann. Heiliges Kanonenrohr. Was für ein Rauch. Dampf? Keine Ahnung, es kommt aus dem Riss. Ist das Lava da drin? Verdammt heiß. Ich glaube, das ist Lava. Das kann wirklich von einem Vulkan kommen. Park Ranger OB hat vielleicht recht. Seltsames Geräusch. Tatsächlich ein Vulkan. Ein echter Vulkan. Und der bricht aus. Oh mein Gott. Er bricht aus. Das ist ja... Das wird den ganzen Dinosaurierpark zerstören. Oh nein. Ich habe mich angeschossen mit dem neuen Schlummerdart. Das hilft nichts. Die blaue Maske, das könnte funktionieren. Ich muss nur still sein. Du.
Jetzt nicht hier raus! Oh Mann. Die Schlummerdarts haben's in sich. Hey, Moment mal. Ich kann Arme und Beine nicht bewegen. Gar nicht gut. Ich hätte die Teile nicht so überpowered machen sollen. Was ist das für ein Geräusch? Eine Raptor-Massenpanik wegen des Vulkans. Und die müssen natürlich genau hier lang. Ich muss hier weg. Ja. Parkranger OB, was läuft, Mann? Ein Raptor! Und zwar mir hinterher! Ein Raptor? Wir haben größere Probleme als ein Raptor. Da ist ein Vulkan, der ausbricht und der den ganzen Dinosaurierpaar zerstört. Wo? Ey, warte mal. Da ist kein Vulkan. Das war nur ein Traum, Alter! Ja, aber dieser Raptor ist kein Traum! Raptor? Wir müssen weg hier, sofort! Auf geht's! Komm schon! Parkranger OB! Warte doch! Komm zurück, Mann! Komm zurück, Parkranger OB! Das ist eine super gute Idee, Cousine Ella. Aber dummerweise haben wir die blaue Raptor-Maske auch nicht. Warte. Komm schon, Leute, denkt nach. Da muss doch irgendwas dabei gewesen. Ich hab eine Idee. Wir könnten die Raptor ansprühen, wie bei der Geschichte mit den Raptoren am Pool. Oh ja, du sahst sie damals am Pool. Ja, ich erinnere mich. Alles klar. Lass uns unsere Überraschung mal reinbringen und aufmachen, oder? Was war das? Oh. Raptor! Schnell verstecken! Hier! Shh. Wir müssen uns hier bei der Gasflasche verstecken. Also, der Raptor ist genau da vorne. Er trinkt aus dem Pool! Wow! Ich hab's doch gesagt. Sie brauchen die Abkühlstation, damit sie nicht austrocknen, ha? Austrocknen? Ja, eben nicht austrocknen, deswegen das ganze Wasser. An einem wirklich heißen Tag brauchst du echt viel davon. Ja. Hey, warum reden wir eigentlich über sowas, wenn dort ein Raptor rumsteht? Oh, lass uns jetzt nicht über Flüssigkeitsmangel sprechen. Okay, wir müssen einen Abstecher zum Dino-Headquarter machen, um herauszufinden, was in diesen Überraschungen ist, die Park Ranger Jay für uns hat. Allerdings wird das mit dem Abstecher eher schwierig. Die Raptor werden uns sehen und dann schnappen sie uns. Ja. Wir brauchen einen Plan. Ich habe eine Idee. Folge mir. Dir folgen? Ich will dir nicht folgen. Was ist dein Plan? Psst, schleichen, ganz leise. Psst, äußerst leise. Ich bleibe hier und bewache die Überraschungen. Pass auf ihn auf. Was machst du? Oh, du hast den Blaster. Gute Idee. Beeil dich! Nimm dein Zeug hier! Schnell! Schnell! Du hast eins vergessen! Ich hab eins vergessen! Hier!
Komm schon, los, er kommt! Schnell, schnell, geh rein! Die Tür zu! Jetzt! Beeilung, Beeilung, Beeilung! Ja, großartige Idee, Cousin Jack, aber leider haben wir auch keine Brause. Oh nein! Uns muss doch was einfallen mit etwas, das wir bei uns haben. Es gibt da etwas, das wir bei uns haben. Was? Den neuen gigantischen T-Rex in meinem Rucksack. Hast du dabei? Ja. Na, dann hol ihn doch raus, Mann. Ruhig, 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 ruhig. Mein Arm steckt fest. Au, ah. Wow, na sieh mal einer an. Wow. Der das ist echt groß. Ist er? Seht nur, wie groß er ist, dieser grollende, gigantische, Jurassic-worldige T-Rex. Ja, und die Kratzspuren. Oh ja, er hat sich im Kampf verletzt. Cool. Kann er seinen Mund aufmachen? Versuchen wir es. Cool. Okay, das ist echt cool. Aber wie hilft uns der hier gegen die Raptor? Hä? Ich werde sie damit erschrecken. Oh, okay, cool. Yeah. Dann wirst du ihnen Angst einjagen und wir rennen zum Truck? Yep. Ich opfere mich für das Team. Du schaffst das. Hey, es funktioniert. Mach weiter so, Parkman, Tobi. Du treibst sie weg. Schnell, Cousins, ab zum Truck. Alle rein in den Truck! Wo sind die Schlüssel? Ach, da. In den Truck! Alle schnell rein! Alle rein! Rein mit euch, wir müssen los! Sind alle drin! Mach zu! Wuhu, in Sicherheit! Es gibt nur eine logische Konsequenz. Nicht schon wieder. Es ist ein Raptor. Es ist ein Raptor. Dein erster Dinosaurier, nicht wahr? Ja. Halt, halt. Hör auf, rumzulaufen. Das funktioniert wohl nicht. Raptor, komm schon. Geheim. Oh, Mann. Ich brauche irgendwas zum Teleportieren mit dem Dino-Ray. Aber bloß keine Dinosaurier, denn sonst landen sie direkt in Park B. Und das könnte dann wieder zum Problem werden. Oh, sieh mal einer an. Das Ei könnte ich teleportieren. Was ist schon dabei, außer dass das Baby schlüpft und ein Dinosaurier herumläuft und alle aufrisst? Okay, dann mal los. 3, 2, 1, los! Yeah, und schon wieder was geschafft. Mann, das Ding ist abgefahren. Das muss die Mami sein, die nach ihrem Ei sucht. Aber da ist kein Ei. Bumm. Es gibt nur eine logische Konsequenz. Oh nein. Oh Mann, nicht schon wieder. Gut, ich rufe Park Ranger Aaron an. Bitte komm, Park Ranger Aaron. Park Ranger Aaron, bitte kommen. Oh Mann! Wieder mal keinen Fang. Ich frag mich, wo das Brüllen herkam. Das ist doch verhext. Ich könnte schwören, dass ich ein Brüllen gehört habe. Oh, ja, das war ziemlich lustig, oder nicht? Alles klar. Hey! Wie ist dein Name? Ich bin Park Ranger Sophie. Oh, Park Ranger Sophie. Schön dich... Hey, ich bin Park Ranger Aaron. Schön dich kennenzulernen, Park Ranger Sophie. Hi. Was machst du denn da oben im Baum? Zwei Dinge, die ich liebe. Dinosaurier und auf Bäume klettern. Oh, dann bist du hier richtig. Denn dieser Baum ist fantastisch. Und das ist ein Dinosaurierpark. Bald wird es hier ganz viele Dinosaurier geben. Ist das cool? Ja. Oh ja, du wirst sie lieben. Okay, weißt du was? Die Dinosaurier können hier noch nicht unterkommen, bis wir alle Zäune fertig haben, damit die Dinos nicht raus können und der Dino-Master nicht reinkommt. Okay. Der Dino-Master ist ein böser Typ, der versucht ständig, unsere Dinosaurier zu klauen und zu virtuellen Figuren in seinem komischen Videospiel zu machen. Mit dem will man sich nicht anlegen. Wohnt er hier in der Nähe? Oh, nein, nein. Glücklicherweise lebt er in Texas.
bei der alten T-Rex Ranch. Also bringen wir alle Dinosaurier her. Allesamt. Er weiß nichts davon. Also wir machen hier alles fertig, bevor er uns findet. Zuerst mache ich die Koppelzäune bereit. Und vielleicht brauche ich ein wenig Hilfe, denn ich muss weit laufen auf die andere Seite des Parks. Dort prüfe ich die Zäune. Kommst du mit mir? Klar. Okay, komm runter. Wir gehen. Sind wir bald da? Ja, wir sind gleich da. Ist nicht mehr weit. Wie weit? Naja, es ist gleich da hinten. Noch einen kleinen Moment, okay? Sind Hühnchen und Dinosaurier verwandt? Hühnchen? Nun, kann schon sein. So sagt man jedenfalls. T-Rex? Du bist doch hier der Dino-Experte. Solltest du so etwas nicht wissen? Ja, kann sein. Ich habe noch nie einen T-Rex gefragt, ob er verwandt mit einem Hühnchen ist. Aber ja, das ist, was man so sagt. Okay, also. Aber sind sie denn mit den Katzen verwandt? Ich glaube, mit denen sind sie nicht verwandt. Hast du das gehört? Nee, war wahrscheinlich nur der Wind. Oder eine T-Rex-Schlacht. Ganz weit, weit, weit weg. Es ist gleich da vorne, okay? Okay. Wurdest du schon einmal von einem Dinosaurier gefressen? Von einem Dino gefressen? Nein, 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 nein. Ich habe noch alle Arme und Beine. Ich bin hier, alles hier. Nie gefressen worden. Nein, nein. Also gehen wir einfach weiter. Okay. Wir sind gleich am Zaun, okay? Das klang nach Dinosaurier. Nein, das war kein Dinosaurier. Wir gehen weiter, okay? Das klingt jetzt echt nach einem Dinosaurier. Ja, ich weiß, es klingt nach Dinosaurier, aber nein, es ist wirklich, es und ist nicht, also... Weil ich es weiß. Es ist kein Dinosaurier. Ich bin gleich zurück. Nicht weglaufen. Was passiert hier? Da muss ich wohl alleine weiter. Ein Dinosaurier-Ei. Vielleicht von einem Raptor. Sieht verlassen aus. Das behalte ich als kleine Überraschung für Park Ranger Aaron. In Ordnung! Okay, Park Ranger Sophie, bist du bereit? Du hast aber gute Laune. Ja, meinem Bauch geht es jetzt besser, okay? Lass uns den Koppelzaun finden und reparieren. Komm schon. Hast du das gehört? Nein, was war's denn? Gar nichts. Rein gar nichts, keine Sorge. Wahrscheinlich nichts. Okay, gehen wir trotzdem weiter. Okay. Lass uns lieber leise bleiben, okay? Weil wir den Koppelzaun reparieren müssen, um die neuen Dinosaurier herzuholen. Viele, viele Dinosaurier. Sieh mal da. Oh ja. Ja, da hinten ist der Zaun, genau da, okay? Okay. Hey, hörst du das? Klingt wie zerbrechende Zweige oder so. Es ist ein Raptor. Es ist ein Raptor. Dein erster Dinosaurier. Ja. Okay. Nicht bewegen. Möglicherweise hat er uns noch nicht entdeckt. Also schon still. Park Ranger OB muss ihn teleportiert haben mit dem Dino-Ray aus der T-Rex Ranch. Also, er geht mit dem Ding komplett durch. Wir brauchen jetzt einen Fluchtplan. Lass uns in den Baum verstecken. Der Baum? Warte. Das ist ein super Versteck. Er haut ab. Okay, cool. Okay. Na gut. Ich weiß nicht, was der Raptor vorhat oder wie er uns gefunden hat. Ich glaube, er ist weg. Hauen wir besser ab. Hör zu, lass uns in die Richtung, dass er uns nicht verfolgen kann. Alles klar. Ich glaube, das wird unsere neue Rekordzeit. Okay, das ist die Stelle. Hier ist der Koppelzaun. Oh! Versteck dich! Es ist der Raptor. Oh Mann, ist der schnell. Ja, hier verstecken wir uns. Der Raptor ist zurück. Ich weiß ja nicht. Der Raptor hängt ja wie eine Klette an uns. Das ist mir auch noch passiert. Ich habe vielleicht was dabei, was ihn ablenken wird. Mal sehen. Oh. Wo hast du das her? Gefunden, als du dein Geschäft gemacht hast. Oh, ja, okay. Du hast es da im Wald gefunden? Ja. Oh, kein Wunder, dass der hinter uns her ist. Sie, das ist ihr Ei. Das ist ein Raptor-Ei. Sie sucht es, sie riecht es. Okay, wir brauchen einen Plan.
um das Raptor-Ei zurückzulegen, wo es herkommt, okay, ohne dabei gefressen zu werden, okay? Ein Plan, ein Plan, ein Plan. Wir brauchen... Ich hab's. Mein Klicki-Klicki hier, okay? Mit diesem Klicki-Klicki bin ich der perfekte Dino-Flüsterer, also ich kann sie trainieren. Und sie wird uns nichts antun. Ich werde sie ablenken, du schleichst weg und legst das Ei wieder zurück, okay? Okay, bist du bereit? Ja. Okay, sieh zu und lerne. Ich bin ein Profi-Dino-Flüsterer. Los geht's. Okay, Raptor, hier kommen ein paar Instruktionen vom Dino-Flüsterer. Und hier kommt das Kommando. Klicki-Klicki, genau. Ja, vielleicht kurz auf zu brüllen. Ja, ich werde dich dazu bringen, meine Kommando zu befolgen. Also stopp, stopp, hör auf rumzulaufen. Das funktioniert wohl nicht. Raptor, hör auf. Komm schon. Okay, wer ist damit? Oh, warte mal. Er braucht Hilfe. Raptor, nicht brüllen. Okay, was ist denn kaputt an meinem Klicki-Klicki? Enttäusch mich nicht. Oh, Park Ranger Sophie, denkst du, du kannst das? Das ist ein gefährliches, wildes Tier. Dreh. Der hat sich tatsächlich gedreht. Raptor, brülle. Er hat gebrüllt. Geh nach Hause. Oh, alles, was du wolltest, hat der Raptor befolgt. Schätze, ich bin auch eine Dino-Flüsterin. Ich schätze schon. Und Dino-Experte auch, weißt du? Das und ist ziemlich cool. Und jetzt reparieren wir den Zaun. Okay, dann reparieren wir mal den Zaun. Das war ziemlich beeindruckend, wie du es geschafft hast. Raptor! Er ist zurück! Nein! Er verfolgt uns! Oh, hi, Asher. Hey, Park Ranger Darren. Was machst du? Ah, das ist Park Ranger Maddie. Schön, dich endlich kennenzulernen. Das ist für unseren neuen Baby-Brachiosaurus. Winston. Oder zumindest nenne ich ihn so. Hm, vielleicht geben wir ihm auch einen anderen Namen. Was habt ihr denn gegen Winston? Es klingt nicht nach einem Dino-Baby-Namen. Wie wär's mit Juni? Wie in Spy Kids. Juni? Nun, ihr könnt ja weiter überlegen. Ich werde ihn jetzt füttern. Können wir mitkommen? Ja, ich möchte den kleinen Kerl sehen. Also, es dauert doch nur eine Minute. Wir müssen uns an die Reinigung und das Wegräumen unserer Ausrüstung machen. Sie ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir müssen sie reinigen und testen, um sicherzugehen, dass alles einwandfrei ist. Okay. Schon erledigt, Park Ranger Darren. Spitze, ich bin auch im Handumdrehen wieder zurück. Da bist du ja. Bereit fürs Frühstück, Baby? Ich habe hier erstklassiges Brachiosaurus-Futter für dich. So, hier bitteschön. Leg los. Friss es. Komm schon. Winston, leg los. Ist dein Frühstück. Na komm. Das ist hervorragendes Brachiosaurus-Futter. Soll ich dich füttern? Wie ein Zug, der in den Tunnel fährt. Du schleuderst mir Dreck ins Gesicht? Das war nicht gerade nett. Das dauert wohl doch länger als gedacht. Hey, was? Du läufst einfach weg, du frecher Lausedino? Winston, komm wieder her. Warte! Okay, der Schlummerdartblaster ist fertig. Ja, er glänzt und funkelt jetzt. Ja. Denkst du, wir sollten nach Park Ranger Darren sehen? Er ist nämlich schon ziemlich lange weg. Nein, es ist ja nur ein Baby-Brachiosaurus. Wie schwer kann das sein? Für ihn ist es sicher hart. Richtig. Wenn er in ein paar Minuten nicht da ist, gehen wir nachsehen. Deal. Sieh mal diese Brille. Komm schon, Winston, wo bist du? Oh, da bist du ja. Na komm, komm schon. Ist dein Futter, Freundchen. Hey, lecker Futter.
Wenn du es frisst, gibt's ein Leckerli. Versprochen. Super yummy. Ham, nam, 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 nam. Er frisst nicht. Ich versteh's nicht. Ich hatte noch nie Probleme beim Füttern von Dinosauriern. Aber vielleicht liegt's daran, dass er ein Baby-Dino ist. Vielleicht mögen mich Dinosaurier-Babys nicht. Aber jeder Dino liebt mich. Jetzt hör du mir mal gut zu. Winston? Winston! Winston! Oh je. An alle Park Ranger, ich brauche Verstärkung. Dieser Baby-Dino ist schwer zu bändigen. Ich wiederhole, ich brauche Verstärkung. Ich glaube, ich habe das Brachiosaurus-Baby verloren. Das war so klar. Ich meine, verstanden, Park Ranger Darren? Wir sind schon auf dem Weg. Nun, ich muss checken, ob der Zaun noch an ist. Alles gut. In Ordnung. Ich muss ihn nur noch finden. Ich wäre ein furchtbarer Dino-Sitter. Oh, na endlich. Wir müssen den Baby-Dino finden. Er frisst einfach nicht und er rennt ständig weg. Lass mich versuchen. Ich mach das mit meiner kleinen Schwester andauernd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme jetzt. Okay. Wäre ich ein Baby-Dino, wo würde ich mich verstecken? Da! Da bist du ja, Winston. Ah, ich glaube, dass er den Namen nicht mag. Wie wär's mit Luke? Und Luki ist sein Spitzname. Hier, Luki. Komm, wir haben feines Futter. Oh, wow, er frisst es. Ja, hau rein, Luki. Cool, geschmeidiger Move, Maddie. Babykotze! Wie geht? Ich fand's echt lustig. Hey, wo ist Luki? Was? Oh nein, nicht schon wieder. Wo ist er hin? Oh nein, der Zaun ist unten offen. Er ist sicher durchgeschlüpft. Wir sollten uns aufteilen und ihn finden. Wenn er auf einen Fleischfresser trifft, wird es wirklich gefährlich für ihn. Komm her, Luki. Hier, Luki. Soll ich dir ein Lied vorsingen? Babys mögen das. Luki hat ein kleines Schaf, kleines Schaf, kleines Schaf. Luki hat ein kleines Schaf und schrumpelig war seine... Was denn? Das war nicht für dich. Ich versuche, Luki zu finden. Na schön. Ein letztes noch, aber dann muss ich los. Dort nahe der Bucht, wo der T-Rex gern wohnt, zurück ins Camp, das soll ich nicht. Komm schon, Freunde, hilf mir doch. Kein Dino in Sicht. Ich spiele mal Brachiosaurus-Mama-Geräusche ab. Das hat nichts gebracht. Vielleicht weiß Parkranger OB, wie ich den Dino finden kann. Hallöchen, Parkranger. Hey, OB, wir suchen einen Baby-Dino. Hast du einen guten Tipp, wie wir ihn finden könnten? Außer mit den Überwachungskameras. Ich bin im Spinosaurus-Paddock und möchte auch lieber nicht gesehen werden. Moment mal, das Problem hatten wir auch schon. Nun, Arthur, Camouflage! Was? Oh ja, Camouflage. Das ist eine gute Idee. So, wir haben's. Alles klar. Das wird den Dinonator perfekt tarnen. Yeah. Haben wir noch Camouflage? Ja. Hülle dich gut darin ein, okay? Alles klar. Ja.
Bereit? Ja. Okay, lass uns Mami T-Rex finden. Los geht's. Okay, jetzt geht's los. Oh ja, richtig. Das Camouflage-Tarnet. Klasse Idee. Du musst schnell weg und pass auf dein Handy auf. Ah! Ah, Spinosaurus! Bist du, Loki? Diesmal bin ich auf dein Bäuerchen vorbereitet. Da bist du ja! Diesmal bin ich auf dein Bäuerchen vorbereitet. Was machst du im Allosaurus-Paddock? Ich will, dass du rüber gehst. Du hörst einfach nicht auf mich. An alle Parkranger, ich bin bei Loki. Wir sind im Allosaurus-Paddock. Kommt bitte schnell hierher. Er gehorcht den Kinder-Parkrangern einfach besser. Ja, ist doch klar. Du bist ein Erwachsener. Das checkt sogar ein Baby-Dino. Oh, gut. Seht mal. Loki ist hier, aber er muss wieder dort hinüber. In den Herbivore-Paddock. Komm her, Loki! Loki. Wir sind hier. Hier sind wir. Komm schon! Ich weiß was. Ich singe. Loki hat ein kleines Schaf, kleines Schaf, kleines Schaf. Loki hat ein kleines Schaf. Yay! Woohoo! Ja! Oh, oh. Was ist passiert? Er schließt nicht, weil er technisch gesehen an ist. Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Oh nein! Loki läuft zurück! Schnell, Parkranger Darren! Sing! Aber ich kann nicht singen. Ich habe eine schreckliche Singstimme. Ich weiß doch. Mach einfach. Loki hat ein kleines Schaf, kleines Schaf, kleines Schaf. Ja, es funktioniert. Er hasst dein Gesang. Schnell! Schließ den Zaun! Los! Gerettet. Loki ist sicher. Ja, aber wir sollten los, bevor die Steuerung noch mal runterfällt. Ah, sehr witzig. Zurück zum Basiscamp. Warum schreien wir eigentlich? Oh Mann, Babys sind ein Haufen Arbeit. Ja, sind sie. Mhm. Missionseintrag 642. Baby-Dinos sind genauso pflegeintensiv wie Menschenbabys. Also sei wachsam und bereite dich vor. Du wirst viel rennen müssen, vielleicht mit Babykotze im Gesicht. Ich bin froh, dass Luke in Sicherheit ist. Ich auch, aber... Was aber? Wir haben ihn noch nicht richtig gefüttert. Und ich bin so müde und er ist so wuselig. Ich mach's. Ganz sicher? Ja, denn er liebt es, wenn ich singe. Ich komm schon klar. Ich leih mir die... Denn Babykotze fliegt weit. Ich bin gerade so angewidert. Ich hatte Spucke in der Nase, in meinem Mund, in den Ohren. Ich brauche dringend Q-Tips.